Sonne, Sand und Meer. Was kann schöner sein? Also ich bin mal wieder reif für die Insel. Ich freue mich auf klare Anweisungen in schlammigem Terrain. Ihr sollt euch jetzt jeder und jede hier 3 Muscheln aus der Erde ausgraben. Bückt euch und grabt. Ja. 2. Der ist tot. Das sehe ich schon an der Farbe. Ich freue mich auf norddeutsche Traditionsleckereien mit Sahne. Ich bin froh, dass ich es jetzt lerne. Wie viele Friesentorten hast du schon so gemacht? Es sind weit über 1000 Stück, locker. Und ich freue mich auf bahnbrechende Rekorde mit Olympialegende Christian Keller. Welchen Anteil hat Borkum an deiner Karriere? 100%. Kurz, ich freue mich auf mein Inselabenteuer auf Borkum. Aber mal der Reihe nach. Borkum ist die größte und westlichste ostfriesische Insel. Sie liegt 12 Kilometer von der niederländischen Küste entfernt. Piotr, was erwartet mich jetzt? Eine wunderschöne Insel. Nicht nur wunderschön, auch heilsam. Denn Jahr für Jahr zieht das Hochseeklima viele Allergiker und Asthmatiker an. Mit durchschnittlich 2000 Sonnenstunden im Jahr zählt das Nordseeheilbad außerdem zu den sonnigsten Orten in Deutschland. Das war ein toller Flug. Ja. Danke schön. Herzlich willkommen auf Borkum. Ach, danke schön, Piotr. Ja. Tschüss. Tschüss. Vom Flughafen geht's für mich jetzt erstmal in den Inselsüden. Durch das Dorf im Westen der Insel, den Strand entlang und schon habe ich den Alltag hinter mir gelassen. Nur noch Natur, Wind, Sand, Gezeiten. Herrlich. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich bin zu einer außergewöhnlichen Wattwanderung verabredet. Nicht, dass die ohne mich losgehen. Kommt mal mit. Seid aber vorsichtig. Hier vorne ist ein sehr, sehr glatter Bereich. Ich laufe immer wie ein Pinguin. Denn die krallen ihre Zehen vorne ein bisschen um und sind so rutschfester. Der Tipp ist top. Vor allem, wenn man wie Albertus Ackermann auch noch sein Akkordeon auf dem Rücken trägt. Seine Wattführungen sind nämlich musikalisch. Mit Muscheln kennt er sich aber auch aus. Dann kann man sie in bis zu 5 cm Tiefe ganz einfach finden. Denn eine Herzmuschel lebt in einem 5 cm breiten Streifen unter der Oberfläche. Und es gibt keine einfachere Methode, jemandem einen Namen zu geben, indem man einfach sein Äußeres beschreibt. Und jetzt kommt eure Aufgabe. Ihr sollt euch jetzt jeder und jede hier 3 Muscheln aus der Erde ausgraben. Bückt euch und grabt. Und wer 3 hat, kann dann zu mir rüberkommen. 2. Ah, der ist tot. Das sehe ich schon an der Farbe. Meine nicht. Ich habe die Sportskanonen ausgesucht. Wir machen nämlich jetzt ein Rennen. Ins Wasser damit und sehen, welche sich am schnellsten eingraben. Passend zu diesem Experiment singe ich euch ein Stück über eine tote Muschelverkäuferin. In Dublin's fish city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As you can see, it's here we're better. Meine liegt vorn. Sweet und schnell. Alive, alive, ho. Alive, alive, ho. Alive, alive, ho. Crying cockles and mussels. Alive, alive, ho. Wie bist du auf die Idee gekommen, Wattführung und Musik so zu kombinieren? Das ist ganz einfach gewesen. Irgendwann kam ein Radiosender auf mich zu. Und mit diesem Radiosender bin ich dann hier gewesen. Und einer der Kollegen wusste, dass ich Musik mache. Mhm. Und hat gesagt, dann hol doch dein Akkordeon noch mal dazu. Das hat den Leuten dann so gut gefallen, dass ich daraus eine Veranstaltung gemacht habe. Und diese beiden Dinge miteinander kombiniert habe. Und wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Wattführungen mache ich seit 31 Jahren. Wolltest du schon immer Wattführer werden? Ist das ein Jugendtraum von dir? Nein. Wenn ich nicht Wattführer geworden wäre, wäre ich Lehrer. Ah, das ist das ja habe ich mal studiert, ne? Aber nicht ganz fertig gemacht. Okay. Ja, es ist ähnlich. Weil du vermittelst Wissen? Ja.
Ja. Und inzwischen mache ich wirklich über 400 Wattwanderungen im Jahr mit mehr als 10.000 Menschen. Und einer davon hat immer das große Los. Die oder der muss in den Schlick. Nein, ich bin's diesmal nicht. Es ist Alexandra. Oder wollen Sie demnächst keine Nachrichten mehr präsentiert bekommen? Wir wissen ja, Albertus ist streng. Geh mal da in die Richtung. Einfach geradeaus. Bitte? Ja, geh mal. Geh mal. Und weiter. Weiter. Da bleib mal stehen, liebe Leute. Ich hätte Alexandra niemals irgendwo hingeschickt, wo es lebensgefährlich ist. Da kann man nicht sterben. Wer da vorne stirbt, muss ganz dringend raus aus dem Genpool. Was für eine Prüfung. Hast du Angst gehabt? Ein bisschen. Ja, ich wusste nicht so ganz, wie tief es wird. Aber hast du denn auch so gezogen oder bist du auch reingesunken? Ja, so ein bisschen. Ja, definitiv. Aber es ging. Und jetzt? Wie fühlt es sich an? Normal. Also ist es nicht schlimm. Ist ein bisschen glitschig, nass. Für das sieht toll aus. So ein bisschen so wie Kniestrümpfe. Ja, sehr schön. Ja. Eintrag in mein Reisetagebuch. Hier gibt's Thalasso-Anwendung für Mutige. Kostenlos. Für mich steht die nächste Verabredung an. Völlig entspannt im Nordsee-Aquarium. Ah, da sind ja noch weitere Besucher. Ich schließe mich mal der Gruppe an. Das Aquarium ist übrigens ein ganz besonderes. Hier leben ausschließlich einheimische Meeresbewohner. Maria Örtchen passt auf uns auf. Darf ich den auch mal? Darf ich auch einen anfassen oder ist das nur für Kinder? Nein, halt hier, komm. Ja? Ja, hier. So, magst du mir den mal in die Hand legen, den großen? Den großen? Darf ich einen? Dass die Fische nicht frieren, ne? So kalt wie das Wasser ist. Wer möchte eine Krabbe füttern? Ich hab nicht die. Du wolltest gerne, ne? Ich will auch gerne eine Krabbe. Ja, dann nimm die mal und hältst du die mal da rein. Woher die Krabben zum Füttern kommen, werde ich noch selbst erleben. Später. Wie ist das für Sie, wenn die Kinder da sind und so begeistert sind? Ich finde das toll, wenn die so begeistert sind und sich so interessieren. Das finde ich immer ganz wichtig auch für ihre Entwicklung, weil das ja, die leben hier ja. Und das ist ja auch wichtig, dass sie merken, was für Tiere hier um Borkum leben. Was haltet ihr denn von, wenn wir jetzt mal zu den anderen Fischen gehen? Ja. Maria hat selbst 3 Kinder und sich vor 18 Jahren dem Artenschutz verschrieben. Vom Hering bis zum Kabeljau haben sich hier Fische einen Platz verdient, die man sonst nur frittiert auf dem Teller kennt. Und deren Lebensräume wir schützen müssen. Am Nachmittag nutze ich die Gelegenheit, mir das Inselinnere genauer anzusehen. Und am meisten freue ich mich auf mein Transportmittel. Ich bin mit Ommo Ackermann verabredet. Hallo! Hallo Judith, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich auf einen Tag mit den Borkumer Pferden. Ja, wir freuen uns alle. So, machst du die Goya mal kurz los? Goya, komm her, das ist dein Pferd. Ich schiebe ganz langsam. So, ne? Oh, guck mal. Geht los jetzt. Ha? Ja. Endlich! Die Ackermanns gehören zu den ältesten Familien auf der Insel. Seit mehr als 70 Jahren betreiben sie ein Vorunternehmen. Wie viele Kutschfahrten am Tag machst du? Ja, wir machen verschiedene Kutschfahrten. Einmal so über die Insel, raus ins Ostland. Da machen wir 2 am Tage, morgens und nachmittags. Und dann gibt es ja auch noch Fahrten zum Strand, zur Seehundsbank. Die sind tideabhängig, sind auch so 2-3 Mal am Tag. Aber ihr macht mit den Pferden, ich sag mal, nur noch Touristenfahrten. Nur noch Touristenfahrten. Weil früher wart ihr doch ein richtiges Vorunternehmen. Ja, früher war das noch alles mit Pferd und Wagen hier, bis in die 60er Jahre noch. Damals hießen die Aufträge der Firma vor allem Lastentransport. Ommos Vater bewegte mit den Pferden Strandbuden, Boote, Baumaterial und Lebensmittel über die Insel, um den Betrieb des Nordseebads für den wachsenden Ansturm von Kurgästen sicherzustellen. Was
Was macht dir daran so viel Spaß? Das sind einfach die Tiere. Ne? Wer schon mal mit Tieren zusammengearbeitet hat, gerade auch mit Pferden, ja. Du kennst das ja auch, ja. Das ist es einfach. Ne? Morgens auf die Weide gehen, Pferde von der Weide holen, Natur pur. Die Tiere, die geben einem so viel. Ganz toll. Und natürlich auch das mit den Gästen. Wir fahren heute ins Ostland, einer von drei Ortsteilen Borkums. Auch da begegnen sie uns überall. Pferde und Insel, das gehört einfach zusammen. Man kann sogar sein eigenes mitbringen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen hier abseits von den Straßen fahren. Kommen wir jetzt ins Naturschutzgebiet. Das gehört auch alles hier zum Nationalpark Wattenmeer dazu. Da darf man nur auf befestigten Wegen sich bewegen. Und wir dürfen hier durchfahren. Das ist sehr schön, weil das echt schon ein toller Weg ist. Eine solche Oase erwartet man nicht unbedingt auf einer Nordseeinsel, oder? Borkum ist aber eine recht grüne Insel, ne? Ist sie, ja. Aber das war nicht immer so. Früher war die Insel nicht bewaldet und auch wenig Sträucher. Es war hauptsächlich nur Dünen und Dünengras, Strandhafer. Und dann wurde es nach und nach hier erst angepflanzt. Ne? Dieses Wäldchen, wo wir jetzt hier durchfahren, das ist erst so vor 80, 85 Jahren von einem Lehrer-Ehepaar mit seinen Schülern angepflanzt worden. Komplett von Hand? Von Hand, ja. Der ganze Wald? Ja, genau. Und das hat man sich da auch so selbst überlassen, dass so ein kleiner, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Urwald geworden ist. Es wird auch nichts dran gemacht. Ne? Was umfällt, bleibt liegen, kommt was Neues raus. Ja. Wunderbar. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Der Ostzipfel der Insel besteht aus riesigen Sandfeldern, Dünenzügen, Sümpfen und Salzwiesen und ist Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Auf den Aussichtspunkt am Steerenk-Klipp geht es nur zu Fuß. Das ist ja schön. Ja, das Meer, das Wilde. Das offene Meer, schön aufgewühlt von dem Wind. Ja, wir sind jetzt hier im Ostland. Ja. Der Ostteil der Insel ist ja mehr Naturschutzgebiet, nicht bewohnt. Ost- und Westland, das ist eigentlich daraus ja auch entstanden, dass die Insel mal geteilt war. Also richtig getrennt, ne? Richtig getrennt, ja. Da lief Wasser zwischendurch. Darum nennt man das Gebiet auch noch Tyskendör, zwischendurch, weil das Wasser zwischendurch lief. Wir haben vor gut 120 Jahren einen künstlichen Damm errichtet. Dadurch ist die Insel dann langsam wieder zusammengewachsen und eins geworden praktisch. Mhm. Aber das Gebiet nennt sich hier vor uns links am Flughafen immer noch Tyskendör zwischendurch, weil die Insel ja eben mal geteilt war. Noch heute ist die Insel ständig in Bewegung und muss durch Deiche vor Überflutung geschützt werden. Ich könnte noch ewig mit der Kutsche fahren, aber ich muss weiter. Ommo bringt mich zu meiner nächsten Verabredung. Vielen Dank. War sehr schön. Tschüss. Ne? Ich wünsche euch eine gute Rückfahrt. Ja, danke. Ich bleibe im Osten, weil ich von einer Spezialität gehört habe. Und zwar hier im Café Ostland. Denn am Ende von Borkum gibt es den letzten Kuchen vor Jüst. Wir wollen ja die Ostfriesentorte zusammenbacken. Ja. Was kommt da rein in die typische Ostfriesentorte? Also der Hauptbestandteil der Ostfriesentorte ist natürlich Sahne und Bohnchensuppe. Das sind eingelegte Rumrosinen in Rum und noch ein paar andere Zutaten, die man natürlich jetzt nicht verraten darf. Geheim hat jeder sein Geheimrezept. Ja. Genau. Das wird dann miteinander vermengt und schon ist die Ostfriesentorte fertig. Magst du die vielleicht in vier gleiche Hälften schneiden? Dafür habe ich dir schon mal ein großes Messer organisiert. Also du meinst so Schichten? Ganz genau. Einfach horizontal, so 1,5 cm dicke Lagen. Weißt du, ich habe schon beim Brotschneiden Schwierigkeiten, weil da immer so krumpelige Stücke rauskommen. Passt das hier hinten noch? Ja, das ist super. Machst du es top? Ja, vielleicht magst du die Hand einfach da so drauflegen, ja? Dann hast du ein bisschen mehr Gefühl. Schau mal, das sieht doch aus, als hättest du im Leben nichts anderes gemacht. Ja. Ich möchte es auch gerne können. Ich würde gerne solche Torten machen können. Ich bin froh, dass ich es jetzt lerne. Wie viele Friesentorten hast du schon so gemacht? Ganz ehrlich, ich bin seit 10 Jahren hier im Laden verwurzelt und ich kann sie nicht mehr zählen, aber es sind weit über 1000 Stück, locker. Und ich bin immer noch bei der ersten. Das ist aber auch echt eine Herausforderung. Zu Christinas Geheimrezept gehören auch Gelatine, Semmelbrösel und Pflaumenmus. Mehr darf ich nicht verraten. Wann hast du die zum ersten Mal gegessen, die Friesentorte? Zum ersten Mal gegessen? Ja, das Thema ist, ich bin früher als Kind schon ganz viel hier gewesen. Ich habe meine Herbstferien, Osterferien, Sommerferien hier verbracht. Und um ehrlich zu sein, wann das erste Mal?
Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Aber schon als Kind? Schon als Kind. Magst du einmal die restlichen Rosinen dann noch rein? Das heißt, du warst mit deinen Eltern, du kommst ja aus dem Festland, ne? Ich komme aus dem Festland, ich bin in Münster zu Hause. Und du warst mit deinen Eltern schon als Kind dann zum Urlaub? Gibt es einen Fehler, den ich vermeiden sollte? Ich sei offen, sei du selbst und das wird ja auch respektiert. Gut, ich steche einfach alle mit Friesentorte. Genau, das kann nichts mehr schiefgehen. Lecker essen, das können sie alle gut hier. Ja, und feiern. Klingt gut. Und die Torte ist auch schon fast fertig. Mein erstes echtes Kunstwerk aus Sahne. Das sieht doch nach einer echten, handgemachten Ostfriesentorte aus. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas hinkriege. Dann wollen wir mal testen, ob meine Friesentorte auch ankommt. Bitte schön. Alle gleichzeitig. Ich bin gespannt auf euer Urteil. Also auf die Plätze, fertig, Friesentorte, los. Okay. Sehr lecker. Nein, der ist schnell. Aber sehr lecker. Ist gut? Wirklich? Wir sind die Coolsten, oder? Jawoll. Eintrag ins Reisetagebuch. Borkum schmeckt lecker und ist diese Sünde allemal wert. Doch auch für die Gesundheit hat Borkum viel zu bieten. Sie ist als einzige ostfriesische Insel immer von Seewasser umgeben und steht ganzjährig unter dem Einfluss des Hochseeklimas. Was das zu bedeuten hat, werde ich morgen mal erkunden. Ich habe eine Verabredung mit jemandem, der sich auskennt. Inselarzt Helmer Zülke. Der Insulaner praktiziert seit fast 50 Jahren als Allgemeinmediziner hier auf Borkum. Da habe ich einfach mal einen Termin gemacht. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. So, jetzt machen wir die Anamnese mal andersrum. Ich stelle Ihnen ganz viele Fragen, denn ich will sehr viel wissen über die heilenden Kräfte von Borkum. Welche Beschwerden kann die Insel lindern? Vor allen Dingen Beschwerden des Bewegungsapparates und der Atemwege. Sie haben viele Asthmakranke auf der Insel, richtig? Richtig. Wenn ich jetzt als Asthmakranke auf die Insel komme, was macht Borkum mit mir, dass es mir besser geht? Wir schicken als erstes die Patienten an den Strand, in den Bereich der Brandungszone, wo man das heilsame Aerosol findet, also die kleinst gelösten Teilchen des Meerwassers in der Luft. So salzig ist das dann? Ja, richtig. Das ist abhängig von der Windstärke und natürlich von der Brandung. Das heißt, ein stürmischer Tag ist gut für Asthmakranke? Stürmischer Tag ist hervorragend. Wie unterscheidet sich Ihre Bindung an die Patienten als Inselarzt von denen eines Festlandarztes? Die kennen mich von Geburt an. Ganz einfach. Ich habe Patienten gehabt, die haben mich geduzt. Die kennen mich von klein auf über die Praxis meines Vaters, der ja mein Vorgänger war. Und wir sind zusammen aufgewachsen und alt geworden. Helmer Zülke ist zusammen mit seinem Zwillingsbruder auf Borkum groß geworden und hat sich für ein Leben auf der Insel entschieden. Obwohl er schon im Rentenalter ist, arbeitet der Arzt immer noch 60 bis 80 Stunden in der Woche. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, stelle ich fest, dass ich noch nie so ein schönes Behandlungszimmer gesehen habe, mit so vielen schönen maritimen Motiven. Sie sind ja auch Museumsleiter hier, ne? Das ist richtig, aber diese Leidenschaft für die Bilder hat damit wenig zu tun. Ich sitze hier jetzt die Hälfte meines Lebens mindestens. Da habe ich gedacht, dann will ich mich auch in den Räumen, in denen ich so lange sitze, auch wohlfühlen. Deswegen habe ich diese Bilder gesammelt im Laufe der Zeit. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf das Museum. Ich warte jetzt noch, bis Sie den letzten Patienten hier behandelt haben. Und dann möchte ich es gern sehen. Der Inselarzt würde gern kürzer treten, aber er findet keine Nachfolger. Vielleicht guckt ja jetzt einer zu. So kann es weitergehen. Was soll denn schon passieren? Für mich geht's jetzt weiter an den Strand. In der Zwischenzeit kenne ich mich sogar schon ein bisschen aus in dem 5000 Einwohnerörtchen. Heute löse ich noch mein Versprechen ein und dazu muss ich noch mal zurück ins Nordsee-Aquarium. Ich will Maria Örtchen beim Fischfutter beschaffen helfen. Hier bleiben wir stehen. Und können Sie schon mal Wasser holen?
Ja, na klar. Mhm. Wir gehen Krabben schieben. Früher sind davon mal ganze Familien satt geworden. Heute werden die Fischmäuler in Marias 16 Becken gestopft. Über so frisches Futter freuen die sich nämlich besonders. Reicht das? Ja, einfach hinstellen. Ja? Ja. Das ist für die Tiere, für Fische und Krabben. Mhm. So. Und jetzt schieben wir das Netz hier so ins Wasser. Und wenn man die Krabben berührt, da vorne an der Kante springen die hoch und ins die Netz fallen rein. Dann ins Netz. Oh. Ja? Und los geht's. Sind denn hier vorne schon überall Krabben? Ja, die sind hier direkt da an der Kante. Wir brauchen gar nicht so tief rein. Wir gehen jetzt einfach links runter. Ja? Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Wellen aufpassen, damit wir nicht baden gehen. Darf ich auch mal schieben? Ja. So, dass das ein bisschen den Sand merkt. Ja, ich spüre ihn. Aha. Ja. Das ist lustig. Dann hüpft mal rein, Jungs und Welle, Mädels. Welle, 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 Welle. So, jetzt machen wir gleich eine Wendung. Wer groß ist, ist hier klar im Vorteil. Ja. Woher kommt diese Tradition des Krabbenschiebens? Oh, das ist schon ganz alt. Und zwar haben die Borkumer Frauen das schon immer gemacht. Und zwar während der Walfängerzeit gingen die Männer ja auf See. Und die Frauen haben so ihre Familien mit unterstützt. Durch das Fangen von Krabben, damit sie was essen. Ja. Oh. Ja. Und wieder. Oh, warte. Ja, schön. Das macht auch Spaß. Nicht tiefer. Na. Vorsicht, Welle, Vorsicht. Ja. Ja, ein paar haben wir gefangen, ne? Ja. Das sind jetzt hier. Und jetzt aussortieren in die Eimer? Machen wir jetzt in die Eimer. Das ist echt wenig, was wir jetzt gefangen haben. Wie viele Fische werden da satt im Aquarium? Ach, zwei. Zwei? Das ist nicht viel. Aber machen Sie das immer, dass Sie für die Fische hier frisches Futter holen? Nicht immer. Wir kriegen natürlich auch von Fischkuttern Krabben, die wir dann einfrieren fürs ganze Jahr. Ja. Weil das ist hier ja zu mühsam. Also ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nicht so viel. 10, 11, 12, 13. So, ich würde sagen, so 22 oder so sind es. Ja, was für ein hohlen Zahn. Ja, na immerhin. Dann ist hors d'oeuvre für die Fische. Ja. Mehr Frischfutter gibt's heute nicht. Denn ich will ja noch mal den Doktor treffen und mehr erfahren über die Walfang-Vergangenheit der Insel. Also zurück ins Dorf, denn dort liegt das Museum, das Dikus. Der Weg dorthin führt uns an einem besonderen Kulturgut vorbei. So einen Zaun habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, auf keiner Insel bisher. Das sind Unterkiefer von Grönlandwalen, die gebracht wurden von Rolof Geritz Meyer, dem erfolgreichsten Walfangkommandeur der Insel, der 311 Wale erbeutet hat. Das ist eine Menge. Das ist eine ganze Menge. Im 18. Jahrhundert muss es viele solcher Zäune gegeben haben. Trophäen aus der Blütezeit des Walfangs. Viele Borkumer Männer machten sich damals nach Grönland auf, um monatelang im Eismeer Wale zu jagen. Im Dikus zeugt eine Ausstellung von der goldenen, aber auch schicksalhaften Zeit. Oh, das ist ja ein Oschi. Mann. Sind wir auch stolz drauf. Wir sind die Ersten an der Küste und auf den Inseln, die sich solch einen Wal geleistet haben, ein Walskelett geleistet haben. Darf ich das anfassen? Natürlich. Ein echter Pottwal, riesig. Wie kommt der Wal hier hin? Der ist in Teilen in einem Container gebracht worden, aus Schleswig-Holstein. 6 Wale waren gestrandet, 3 hat man wieder zurückgezogen ins offene Meer und 3 sind verendet. Der wog 30 Tonnen insgesamt, 15 Meter. Also wenn man da drin steht, ich bin jetzt im Bauch eines Wals. So Richtig. Muss man sich fühlen, wenn man gefressen worden ist. Ne? Ja. Wie haben Sie es geschafft, dass dieser Wal nun bei Ihnen im Heimatmuseum zu besichtigen ist? Ja, die Geschichte ist eigentlich etwas obskur, denn ich wollte eigentlich nur einen Schädel haben. Und dafür hat mir dann der Vorstand eine
Summe zur Verfügung gestellt. Die haben natürlich gedacht, kriegt er eh nicht hin. Und als ich dann mit einem ganzen Skelett ankam, waren natürlich alle überrascht. Wie ging es Borkum im 18. Jahrhundert, als der Walfang wirklich in seiner Blütezeit war? Es ging der Bevölkerung gut. In den Häusern hingen Eimer, in denen Geld war, das zur Verfügung stand. Es gab eine Armenkasse. Mhm. Also wir hatten ein Sozialsystem. Sozialsystem, ja. Denn es verunglückten ja viele Männer auf Walfang. Und die reichen Walfangkommandeure, die ja am Fang beteiligt waren, haben gesorgt, dass diese Menschen auch versorgt wurden. Waltran wurde damals hoch gehandelt. Er war wichtiger Grundstoff für künstliche Beleuchtung. Aber es wurde auch Seife oder Margarine draus gemacht. Wie sich der Reichtum in den Inselstuben bemerkbar machte, darf ich jetzt selbst erleben. So sah damals Luxus aus. Die Kaffeetafel schön gedeckt und handbemalte Fliesen an den Wänden. Von welcher Zeit reden wir jetzt ungefähr? Wir reden hier um 1780. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Puppenstube, ne? Ist ja, alles so ist klein. Es auch. Ja. Aus heutiger Sicht natürlich. Und ehrlich gesagt, am Abend bin ich froh, dass inzwischen der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Insulaner ist. Und ich bin gespannt auf morgen. Da steht Leistungssport auf dem Programm. Ich bin im Gezeitenland verabredet. Nein, kein weiteres Museum. Das ist das Schwimmbad auf Borkum. Dort treffe ich den ehemaligen deutschen Profischwimmer und Olympia-Bronzegewinner Christian Keller. Der trainiert immer noch. Ja! Christian! 1,13. Oh. Nicht ganz die Bestzeit. Ich hatte aber auch keinen Startblock hier. Oh. Das wird's gewesen sein. Aber ich habe großes Glück. Hier ist Salzwasser. Kannst mal probieren. Das trägt. Menschen, die so ein bisschen schwerer sind, muss klären den Vorteil, weil Salzwasser trägt. Das heißt, du bist hier schneller als in einem normalen Schwimmbad mit normalem Süßwasser? Genau. Komm erst mal raus. Okay. Danke. Erst mal durchatmen. Also ich bin überrascht, das ist ja jetzt nicht deine Bestzeit, aber das sind ja nur wenige Sekunden für jemanden wie ich, der gerade mal Seepferdchen hat. Ist das schon spektakulär? Da bist du mal um einiges voraus. Ich habe ja kein Seepferdchen, also erst mal Glückwunsch. Ja. Du bist Olympiaschwimmer ohne Seepferdchen. Wahnsinn, ne? Das gibt's. Aber das bleibt unter uns hoffentlich. Das bleibt total unter uns. Jetzt ist ja die Nordsee direkt vor der Tür. Und da ist ja auch Strömung und so, da muss man ja auch richtig kämpfen für die Muskeln. Wie oft schwimmst du im Meer und wie oft hier in dem Becken? Naja, ich bin ja jetzt nicht so oft auf Borkum, dass ich sagen kann, ich mache alles in der Nordsee, weil das ja auch so ein bisschen kälteabhängig ist, aber vorzugsweise hier im Schwimmbad. Aber die Nordsee ist sauber, es ist klar, Seehunde sind da, die sind schon mal aufgetaucht wegen mir. Also eigentlich mehr im Schwimmbad, weil ich auch ein bisschen Orientierung brauche. Und die Trainerin steht am Beckenrand, die kontrolliert mich, das ist in der Nordsee ein bisschen schwieriger. Du hast ja eigentlich eine körperliche Einschränkung, ne, als Schwimmer. Du hast Probleme mit der Lunge, Asthma. Ja. Viele Menschen kommen ja hierher, weil sie Lungenprobleme haben. Wie ist aus dir trotzdem so ein Profisportler geworden? Na, ich bin ja deswegen, weil ich eben diese asthmatischen Probleme hatte, bin ich ja nach Borkum gekommen. Als ich damals in der ersten Klasse war, bin ich hier zur Therapie gekommen, um eben meine Bronchien, meine Lungen zu pflegen. Dieses Hochseeklima, diese zertifizierte Gesundheitsinsel. Und das hat dazu geführt, dass ich immer wieder zurückgekommen bin, also ein richtiger Borkum-Fan geworden bin. Und natürlich über Therapie und Möglichkeiten, mich bei Olympischen Spielen dann auch entsprechend einzustellen, ist es dazu gekommen, eben, dass ich fast ohne Einschränkung dann Hochleistungssport machen konnte. Das heißt, welchen Anteil hat Borkum an deiner Karriere? 100%. Das ist gut. So, genug geredet. Christian will mir seinen absoluten Lieblingsort auf der Insel zeigen. Es ist ausgerechnet der historische Walfängerfriedhof. Denn darauf steht der alte Leuchtturm. Der Essener ist so ein großer Borkum-Fan, dass er hier am 7.7.2007 geheiratet hat. Wo kann man denn jetzt genau hier heiraten? Ja, das ist von außen nicht so einsehbar, aber ist auch leider jetzt der alte Leuchtturm gesperrt durch einen Sturmschaden. Sind leider an dem Turm Beschädigungen aufgetreten. Aber von hier aus gesehen, das zweite Fenster von unten ist so ein kleines, schnuckeliges Trauzimmer. Also relativ weit oben, ne? Relativ weit oben, genau. Und ich habe auch versucht, meine Frau auf Händen zu tragen, wie sich das gehört. Als die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Aber dann war das doch recht lang und sehr, sehr schmal. Und deswegen musste ich davon Abstand nehmen. Aber das war ein schönes Erlebnis. Romantischer geht's fast nicht, oder? Hätte ich Christian gar nicht zugetraut.
wie aus den 60er Jahren, holzvertäfelte Wände. War sehr schnuckelig und sehr schön und sehr traditionell. Das war für mich natürlich, sag mal so, als fast Insulaner ein Riesenereignis. Vor allen Dingen, man war ja nervös, weil auch viele Gäste waren dann hier schon. Die Familie war da. Mit uns in diesen alten Leuchtturm zu gehen, waren leider nicht allen vorbehalten, weil das Trauzimmer zu klein war. Geschadet hat's nicht. Jedenfalls hält die Ehe mit Annika bis heute. Weiter geht's. Christian will mich in seine Lieblingsmilchbar entführen. Seit mehr als 100 Jahren sind sie auf der ostfriesischen Insel Tradition. Die kleinen Restaurants am Hauptstrand. Der Essener kommt samt Familie mehrmals im Jahr hierher. Ich sag's mal so, manche Dinge waren eben früher schon gut. Apropos Tradition, mir ist etwas aufgefallen. Auf Borkum gibt es kaum Strandkörbe, aber dafür jede Menge Zelte. Wo die herkommen, interessiert mich natürlich. Meine nächste Verabredung ist deshalb in der Tischlerei Biel. Ich darf heute mitmachen. Die inseltypischen Strandzelte werden nämlich alle von Hand gefertigt. So, jetzt wird's laut, ja? Aber so richtig. So, wir nehmen uns jetzt hier so ein Stück Holz. Okay. Und das wird jetzt beim Kettenstemmer. Wir nehmen erstmal eins und dann du bist gleich dran. Wird das hier reingesetzt? Wann mache ich das hier runter? Das machst du jetzt gleich. Der muss jetzt nach rechts und dann runter. Jetzt wird's nämlich laut. Jetzt haben wir den durchgestemmt. Da kann man anderes dann reinschieben. Genau, ne? Das ist die Auflage für die Bank. Ne? Ja. So, jetzt könntest du mal. Okay. Die andere Seite? Ja. So? Ja. Und ich habe nicht so richtig aufgepasst, siehst du? Jetzt nach rechts und runter. Den rechts, genau. Und runter? Genau. Cool. Das war's dann auch schon. Man hat sofortiges Erfolgserlebnis. Ja, das klasse, ist das Tolle oder? Hier. Ja. Rausziehen. So. Ah. Genau. Ha. Na, das sieht ja wohl super aus. Frauenpower. Das war aber erst der Anfang. Weiter geht's mit Tischlermeister Martin Biel. Ich baue hier übrigens die erste geschwungene Sitzbank meines Lebens. Wieso gibt's auf Borkum eher Strandzelte als Strandkörbe? Ja, gute Frage. Ich denke mal, die Strandzelte, das ist, war einfacher anzufertigen als die Körbe. So ist das wohl angefangen. So ist genau richtig. Ja, so. Und die Strandzelte sind eben, weil die zerlegbar sind, leichter zu lagern auch. Für einen Korb braucht man eine Riesenhalle, für Strandzelte nicht so. Martin und sein Bruder Helmut bauen 50 bis 60 Strandzelte im Jahr. Die sind natürlich ein bisschen schneller als ich. So gehört das nachher zusammen. Aha. Jetzt fehlt noch der Rest vom Zelt. Und da gehen wir jetzt zu meinem Bruder, der zeigt dir, wie man so eine Bespannung fertig macht. Ich bin gespannt. Die Biels bauen übrigens schon in dritter Generation Strandzelte. Ja, dann darfst du dir eine Farbe aussuchen für die Umspannung. Auswahl ist immer schwierig bei mir. Ich würde sagen blau-weiß. Ja, dann nehmen wir das. Blau-weiß wie der Himmel über Norddeutschland. Passt doch perfekt, oder? Kann man sehr schöne Wachsdecken draus machen, ne? Für die Bierzeltgarnitur im Garten. Ja, auch das. Passend dann zum Strandzelt. Einmal abziehen bis ganz zum Schluss. Bis hier, Kante. So. Und dann fixieren. Ganz einfach, hätte ich nicht gedacht. Wisst ihr, wann es das erste Strandzelt gab? Ja, so im Kopf habe ich es nicht. 1800, ja, genau. Ne? Erstaunlich ist, dass sich die Strandzelte über die Jahrhunderte kaum verändert haben. Viele Kunden haben die als Kindheitserinnerung auch. Die kommen schon ewig zur Insel, ja. Als Kinder schon, und haben am Strand immer diese bunten Zelte stehen sehen. Ja. Und jetzt haben sie als Erwachsene die halt zu Hause sich im Garten gestellt. Ne? Ein Strandzelt aus ihrer Mini-Manufaktur haben die Biel-Brüder 10.000 Kilometer bis nach Singapur verschickt. Unfassbar. So, ich habe da mal was Kleines vorbereitet in der Zeit, wo ihr hier gewerkelt habt. Und gelb ist doch. Das find Findest du, das schön. Passt ganz gut? Ja, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Das finde ich ganz toll. Ja, und dann haben wir sogar noch einen kleinen Zusatz für dich. Nein! Oh! Das ist ja toll. Ja, dann Judith Strandzelt. Oder? Ja, genau. Oh, das finde ich toll. Mein Strandzelt.
Jetzt kann es regnen, stürmen und meinetwegen sogar schneien. Ich bin jedenfalls für alle Wetter gewappnet. So. Oh ja, das ist doch gut, oder? Das ist toll. Ja, super. Oh. Wollen wir uns mal reinsetzen? Ja, unbedingt. Hier sitzen wir gut, oder? Windgeschützt. Auf jeden Fall. Und selbst gebaut. Da kann man schon mal ein bisschen stolz sein, oder? Ich würde ja jetzt gerne noch am Strand bleiben, aber ich muss mich beeilen. Dieses Mal führt mich mein Weg zum alten Deich. Dort werde ich schon erwartet. Von ihm. Ich bin auf dem Weg zur Schnuckenschäferei. Christoph Müller ist tatsächlich der letzte Schäfer auf Borkum. Heute kann er Hilfe gebrauchen. Die Lämmer sollen nämlich ihre erste eigene Weide beziehen. Sie werden Flügge. Rüber. Komm. Komm. Fein. Hallo. Hallo. Das ist Moss. Hallo, Moss. So, was machen wir? Wir versuchen jetzt, die Schafe hier hinten den Scatter zu bekommen. Mhm. Das ist die erste Aufgabe. Ja. Und dann werden heute die weiblichen Lämmer von den Müttern weggenommen. Moss rüber. Wow. Schaffst du es auch so elegant oder soll ich dir ein bisschen helfen? Ich glaube, so elegant schaffe ich es nicht. Die Mutterschafe brauchen jetzt eine Pause, damit sie sich für den nächsten Nachwuchs erholen können. Ich mach mal ganz vorsichtig mit. Scheint keine einfache Aufgabe zu sein. So, ist fein. Komm, auf geht's. So, Ladies. Komm, rein jetzt. Rein jetzt. So, ist fein. Moss rein, hier, hierher. So, stellt sich einmal hier hin, dann mache ich das Tor zu. Christoph ist seit 17 Jahren Inselschäfer. Der Borkumer kam durch Zufall an die Tiere, weil sein Vorgänger sie loswerden wollte. Du bist ja der letzte Schäfer auf Borkum. Warum ist diese Tradition ausgestorben? Haben die Schafe ausgedient? Ich denke, ich bin der Einzige auf den ostfriesischen Inseln, der sowas noch macht. Weil es ist einfach, auf der Insel ist alles sehr schwierig. Jetzt sind ja nicht nur die Tiere, die müssen versorgt werden mit dem Futter. Dann gibt es sehr schwierig, die Vermarktung muss ja auch. Wir sind die einzige Insel, die noch ein Schlachthaus hat überhaupt. Auf einer Insel kann nicht mehr geschlachtet werden. Die Tiere müssen verkauft werden aus Festland. Futter muss zugekauft werden, muss vom Festland rübergeholt werden. Und sie sind ja absolut unwirtschaftlich, diese Tiere. Es ist ja kein Geld damit zu verdienen. Wir bemühen uns, dass wir sind ja richtig Schäferei, wir sind kein Hobbybetrieb, wir sind Landwirtschaftsbetrieb, müssen also auch was erwirtschaften. Und das geht letztendlich nur, dass wir die Vermarktung über den Tourismus machen. Sonst haben diese Tiere gar keine Chance. Du bist ja eigentlich Physiotherapeut, ne? Ja. Und praktizierst ja auch. Eigentlich in 90% der Woche, ja, bin ich das, ja. Was gibt dir das, diese Arbeit mit den Schafen nach Feierabend? Das ist das Gegenteil von dem, was ich in der Praxis mache. Ich habe bei den Schafen halt meine Ruhe. Ich bin alleine, ich habe den ganzen Tag viel Kontakt mit Patienten, höre mir viele Krankheiten an, muss mir viel anhören, erzähle viel mit den Leuten. Und abends habe ich einfach die Ruhe, dass ich keinen mehr um mich habe, bin draußen, kann ein bisschen runterfahren einfach. Das bringt mir eine ganze Menge. Seine Heidschnucken sind übrigens eine extra kleine Schafrasse, die auch mit feuchten, kargen Böden gut zurechtkommt. Ich sehe aber gar keine Lämmer. Wen müssen wir jetzt rausholen? Um wen geht's? Alle Kleinen. Kleinen mit langer Wolle. Die Lämmer von diesem Jahr. Also für mich sehen alle gleich groß aus. Hier sind ja nun eine Menge Lämmer, die vor uns stehen hier. Die das alle nicht freiwillig machen. Und wenn du so am Bein hast, dann kann nicht mehr viel passieren. Dann nehmen wir sie nach vorne, setzen sie hin auf den Popo. Mhm. Erste Kontrolle, eindeutig ein Mädel. Woran sieht man das? Ach so, Zitzen. Ja, genau. Klar, aber als Aushilfe fragt man besser noch mal nach, oder? Gut, okay. Nummer eins, pack den einmal rüber. In den Wagen. So, wer möchte jetzt mit mir mal spielen? Dann bist du einer, der mit dem Popo zu dir zeigt. Den kannst du am besten hinten an den Beinen nehmen. Echt? Ja, kann nichts passieren, ja? Nein. Okay. Ja. Am Bein ziehen und so. Nee, einfach fest. Einfach nur halten. Einfach nur ein Hinterbein schnappen und festhalten. Genau. Jetzt greift eine Hand um Hals. Eine Hand um Hals. Genau. So. Mhm. Klemm so am besten mal zwischen deinen Knien ein. Jo, jetzt hast du es doch schon. Genau. Jetzt versuchst du mal einfach auf den Popo zu setzen. Das ist gar nicht schwer. Jetzt, genau. Und hinsetzen. Perfekt. Gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Auch richtig alles? Mädchen. Alles?
Wir müssen leider weitermachen. Ne? Es sind noch ein paar da. Ja. So schön kuschelig. Okay. Ja, ich übernehme. Okay. Oh. Aua, das haut mich. Die schlagen dich. Das ist der Dank der Lämmer. Nach dem Vitamincocktail aus der Spritze sehen die langhaarigen Ladies ganz zufrieden aus. Christoph vermarktet Fleisch und Wolle in Eigenregie. Zurzeit hat er 80 Tiere. Ja, dann kommt. Los, raus mit euch. Ja. Komm. Traut euch. Hoppi galoppi. So, Klappe zu. Tschüss, Mädels. Viel Spaß. Genießt eure WG. Die haben ihre Mütter schon vergessen. Die haben ein schönes Leben. Mein Job bei Christoph ist damit beendet. Aber ich habe mir schon einen neuen besorgt. Beim jährlichen Borkumer Meilenlauf, einem absoluten Highlight für Insulaner und Touristen. Auf unterschiedlichen Strecken, vom Piratenlauf für Kinder bis zum Halbmarathon für Vollprofis, werden Sieger ermittelt. Wer es bis ins Ziel schafft, kann sich immerhin schon mal Finisher nennen. Ich habe die Abkürzung in den Zielbereich genommen und versuche, mich nützlich zu machen. Jeder Finisher kriegt eine, ja? Ja. Gut. Immer mit einem Lächeln, das hast du toll gemacht. Die Startnummer ist die Claudia! Claudia, herzlichen Glückwunsch! Ja. Alles Gute. Wie war's? Gut. Oh, du siehst aber jetzt auch fertig aus, hä? Ja. Da kommen die Nächsten von ihrer 21,8-Kilometer-Runde glücklich ins Ziel. Finisher, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt erstmal durchatmen. Genau. Ha? Bisschen Luft holen. Wie war's? Super. Ja? Aber anstrengend. So, das bisschen ist Gegenwind, bisschen Sonne, die jetzt rauskam. Aber optimal zum Laufen. Und dann kommt Roswitha. Gudrun Boris, Christine Roswitha, Lena. Herzlichen Glückwunsch! Die wollte ich ansprechen, weil sie waren, glaube ich, mit die Einzige oder eine der wenigen in der Altersklasse 75. Ich hoffe, weil ich dann wieder gewonnen habe. Brennen die Beine jetzt? Nein, ich mache das ja regelmäßig. Wie oft die Woche laufen Sie? Jeden zweiten Tag 9 Kilometer. Also ich versuch's, ne? Es sei denn, es regnet, in Strömen dann nicht, aber sonst ja. Viel Spaß beim weiteren Sportprogramm. Dankeschön. Ich bin wirklich beeindruckt, wie sportlich die Borkumer sind. Die Insel scheint gut zu tun. Gibt solche und solche. Aber Sie sind ein gutes Beispiel. Okay. Danke. Roswitha schlägt hier alle. Ich kann schon jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, warum ich mich von ihr hab herausfordern lassen. Nach den 5 Kilometern. Roswitha, Sie machen mich fertig. Schönes, aufregendes Borkum. Es war eine wunderbare Zeit hier. Und das ist sicher. Mein Strandzelt werde ich noch viele Male besuchen.